Wir sind jetzt mehr als 3 Tage bei einer Inzidenz von über 100. Insofern würde normalerweise ab morgen die Notbremse für Düsseldorf gelten. Und wir haben heute im Krisenstab beschlossen, dass wir die Notbremse dadurch abwenden, dass wir dem Einzelhandel, den Kulturinstituten und den körpernahen Dienstleistungen auferlegen, dass sie die Termine, die sie machen, nur mit Personen machen dürfen, die ein tagesaktuelles negatives Testergebnis vorweisen. Tagesaktuell heißt, darf nicht älter als 24 Stunden sein. Damit tragen wir auch, glaube ich, der Tatsache Rechnung, dass alle von der Erwartung ausgehen, dass es im Laufe der Woche oder in der nächsten Woche dann auch Neuregelungen geben wird. Die Corona-Schutzverordnung des Landes läuft am Sonntag aus. Und der Bund hat ja angekündigt, das Bundesinfektionsschutzgesetz zu ändern. Wir wollten jetzt nicht an Regelungen anknüpfen oder Regelungen vorgreifen, die wir noch gar nicht kennen und damit einen weiteren Beitrag dazu leisten, dass die Bevölkerung verunsichert wird. Insofern gelten morgen für die Termine, die bereits vereinbart sind. Sie können sie alle wahrnehmen, zumindest bei unseren Instituten. Da kann ich das sagen. Der Einzelhandel muss natürlich die Entscheidung für sich selber treffen, dass sie wahrgenommen werden können. Man muss nur ein negatives Testergebnis mitbringen. Und ich glaube, das ist in dieser Zeit auch das richtige Signal. Die Corona-Schutzverordnung des Landes gilt bis Sonntag. Insofern gilt unsere Allgemeinverfügung auch bis Sonntag. Es ist allerdings so, dass wir im Rahmen der dynamischen Lagebeurteilung natürlich täglich darauf gucken, wie entwickeln sich beispielsweise die Zahl der freien Betten in den Krankenhäusern und Ähnliches. Das heißt, wenn wir feststellen würden, das geht in die falsche Richtung, dann könnten wir auch jederzeit sagen, wir nehmen von der Regelung wieder Abstand. Jetzt geht es eigentlich nur um die Tage Dienstag bis Sonntag und wahrscheinlich dann eine komplette Neuregelung in Bund und Ländern. Und da bin ich schon der Meinung, dass wir jetzt von den rechtlichen Instrumenten, die wir haben, Gebrauch machen sollten und das auch guten Gewissens können, weil wir in den letzten Wochen sehr viel Energie darin gesteckt haben, auf der einen Seite das Thema Impfen zu stärken, also Impfen, Impfen, Impfen. Auf der anderen Seite die Testkapazitäten flächendeckend und wohnortnah ausgebaut haben. Das heißt, wir haben über 288 Testkapazitäten mittlerweile für Schnelltests. Da sind noch nicht alle mitgezählt, weil es gibt immer noch den einen oder anderen Apotheker oder niedergelassenen Arzt, der auch ein Angebot macht. Und das erlaubt es, glaube ich, in verantwortungsvoller Weise an der Stelle an dem Thema Öffnungen festzuhalten, in dem Rahmen, wie wir ihn jetzt im Rahmen der Allgemeinverfügung definieren werden.